Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Zieglerschen hier aus der Kapelle auf dem Höchsten. Ich habe es zwar schon lang nicht mehr gespielt, aber ich liebe es. Und zwar Mühle. Und wenn man es geschickt anstellt, dann kann man den anderen ganz schön zu Weißglut bringen, indem man nämlich eine Zwickmühle herstellt und den anderen dann quasi ausspielt und aushungert. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Man kann einer Zwickmühle kaum entkommen. Kennen Sie das, in einer Zwickmühle zu sein? Da waren wir schon oft drin, oder? Vielleicht sind Sie im Moment auch drin. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Man kommt alleine nicht raus. Gott sei Dank. Wir feiern Gottesdienst, wir feiern Gott, der in unseren Alltag, in unsere Situation hineinkommt, um uns auch in solchen Zwickmühlen nahe zu sein und uns auf wunderbare Weise aus solchen Zwickmühlen zu befreien. Freuen Sie sich mit mir auf unseren Gast heute, der auch schon in Zwickmühlen drin war. Daniel Strehle, er ist Hochleistungssportler, hatte sogar Verträge in der Bundesliga und er hat Hoch und Tiefs erlebt. Mit Gott auf dem Rasen, darüber reden wir. Lasst uns diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und ich lade Sie ein, dass wir miteinander singen. Ich lade Sie ein, dass wir miteinander beten mit Worten aus Psalm 71. Ich aber will immer harren und mehren all deinen Ruhm. Mein Mund soll verkündigen deine Gerechtigkeit, täglich deine Wohltaten, die ich nicht zählen kann. Ich gehe einher in der Kraft Gottes des Herrn. Ich preise deine Gerechtigkeit allein. Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt und noch jetzt verkündige ich deine Wunder. Auch im Alter, Gott, verlass mich nicht. Und wenn ich grau werde, bis ich deine Macht verkündige Kindeskindern und deine Kraft allen, die noch kommen sollen. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Heiliger Gott, Vater im Himmel, wir stehen vor dir. Diesen Gottesdienst. Du weißt, in welcher Situation wir sind, in welcher manchmal ausweglosen Lage. Wie in einer Zwickmühle fühlt es sich an. Wir verlieren und wir wissen nicht, wie es weitergehen kann. Wir wissen aber, dass du kommen kannst, dass du Großes tun kannst. Darum bitten wir dich um ein Wort, das uns wieder befreit, erlöst, ermutigt. Meine kleine Geste, dass neue Hoffnung kommt.
sich am Ende des Tunnels wieder Licht breit macht. Wir freuen uns auf diese Zeit, auf das Wunder deiner Gemeinschaft und Gegenwart. Wir beten dich an, heiliger Gott, Vater im Himmel, in Jesu Namen. Amen. Ich lese aus Jeremia 31, die Verse 31 bis 34. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr. Da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach der Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Sie glauben gar nicht, was das für ein Gefühl ist, diesen Ball in den Händen zu halten. Ein Ball aus der französischen ersten Liga. Boah, was für ein Heiligtum, hätte ich fast gesagt. Ich freue mich auf meinen Gast heute, Daniel Strehle. Ich glaube, das ist sowas wie sein Lebenselixier. Er hat Karriere als Profisportler gemacht, viel erlebt auf dem Rasen und neben dem Rasen. Ich freue mich, dass er heute hier ist und weil man sich unter Sportlern duzt, duzen wir uns. Herzlich willkommen, Daniel. Hi, guten Tag. Ich freue mich riesig, dass du bei uns bist. Das ist das erste Mal, dass so ein Fußballer in der Stunde des Höchsten ist. Ist es so? Ist es dein Heiligtum, dein Lebenselixier? Tatsächlich war es ein riesiger Mittelpunkt in meiner aktiven Zeit. Auch jetzt ist es noch riesige Leidenschaft, diese Sportart, aber im Laufe der Zeit hat sich bei mir von der Prioritätenverschiebung schon auch einiges getan und ich würde nicht behaupten, dass das mein absoluter Lebensmittelpunkt ist. Du hast es als Profisportler zum Profi-Torwart geschafft. Warum ausgerechnet Torwart? Gab es da in deiner Biografie sowas wie Vorbilder? Also meine waren Schumacher, Sepp Maier und ich glaube Olli Kahn auch, wenn ich es richtig weiß. Zu meiner Jugendzeit hat tatsächlich auch noch Oliver Kahn gezählt, aber auch viele andere, wie beispielsweise Edwin van der Sar oder Timo Hildebrand, Jens Lehmann. Da gab es schon einige, an denen ich mich orientiert habe, die dann schon auch zu meinen Kindheitshelden wurden und die dann auch die Begeisterung für diese Position ausgelöst haben. Erzähl uns mal so ein bisschen, man kann in deiner Biografie und bei Wikipedia so viel über dich lesen, worauf bist du besonders stolz? Du hast ja sehr früh angefangen als sehr begabter Fußballer. Stolz würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin dankbar, dass ich im Nachwuchsleistungszentrum in Hoffenheim tätig sein durfte. Ich war dort 3 Jahre in der B- und A-Jugend und hatte dort einen unheimlich guten Torwarttrainer, der mich geformt hat, sportlich wie auch menschlich, das mich definitiv auch geprägt hat für meine
ja, heutige Tätigkeit. Und dort durfte ich mein Abitur machen und eigentlich auch alles ausrichten auf den Traum des Profifußballers. Dafür bin ich dankbar. Und danach ging es weiter in meiner aktiven Zeit, wo ich 3 Jahre bei Holstein Kiel spielen durfte. Und auch dort habe ich vor allem auch privat unheimlich schöne Möglichkeiten, schöne Momente gehabt. Ich durfte dort heiraten und hatte dort eine gute Zeit, sportlich wie auch privat. Das heißt, du hast wirklich einen Profivertrag unterschrieben? Tatsächlich habe ich 5 Jahre nach meiner Jugendzeit ausschließlich vom Fußball gelebt, in der professionellen Regionalliga wie auch der 3. Liga gespielt. Ich war damals ein junger Torhüter, somit hatte ich nicht viele Einsätze, aber ich war immer im Training dabei und habe dementsprechend schon auch alles ausgerichtet, diesem Beruf dann auch alles unterzuordnen. Was ist das für ein Gefühl, wenn man das geschafft hat, als kleiner Pimpf anzufangen im Fußball und es dann in so Profiklubs zu schaffen? Das ist ja der Traum von vielen. Tatsächlich war es auch mein Traum, meine ganz klare Zielsetzung in der Jugendzeit, dem ich sehr viel untergeordnet habe, dem ich sehr viel auch dementsprechend mich da ausgerichtet habe und schon auch sehr zielstrebig und fokussiert dem nachgegangen bin. Und natürlich gab es dann auch mal Phasen, wo ich das auch wirklich genießen konnte und auch dann schon auch sehr dankbar war, dass ich es auch geschafft habe, in der Zeit in der 3. und 4. Liga damit auch mein Geld zu verdienen. Ja. Eltern ist es ja ganz arg wichtig, dass sonntags die Kinder in die Kirche können. Bei Fußballern ist das meistens nicht möglich, weil sonntags Spiele sind und so. Wie war es bei dir da mit dem regelmäßigen Kirchgang? Tatsächlich war sonntags der klassische 10 Uhr Gottesdienst auch schwer zu realisieren. Ich hatte auch dort oft Spieltage oder auch dann das Training. Aber ich konnte andere Möglichkeiten finden, zum Beispiel abends in den Gottesdienst zu gehen oder die wöchentlichen Hauskreise besuchen. Somit hatte ich da definitiv andere Wege, wo ich auch den regelmäßigen Austausch mit Christen hatte. Ja. Ist es einem karrierebewussten und erfolgreichen Fußballprofi wichtig, in den Hauskreis zu gehen und sich mit anderen Christen zum Beten zu treffen? Ja, tatsächlich würde ich jetzt sagen, dass das eine nicht das andere ausschließt. Natürlich ist es so, dass es, ich würde sagen, nicht viele überzeugte Christen gibt, die das auch so dann auch ausrichten. Aber ich denke, dass es definitiv möglich ist. Und für mich hatte das gerade zum Ende meiner aktiven Zeit unheimliche Priorität, dass ich meinem Glauben auch viel Raum gebe, auch unter der Woche Raum gebe. Und wenn es möglich war, dann auch diese Möglichkeiten wie einen Hauskreisbesuch oder auch einen Gemeindebesuch wahrzunehmen. Du bist Jahrgang 91, trainierst heute junge Torwarttalente, hast selber eine Torwartschule mitentwickelt, Goalkeeping, Development, bist viel unterwegs. Hat es mit der Profikarriere nicht geklappt? Warum nicht mehr auf dem Rasen halt? Tatsächlich habe ich 2015 mit 24 die Entscheidung getroffen, mich vom professionellen Fußball, damals der Regionalliga, auch zu verabschieden. Ich habe dann bewusst den Weg des Sportwissenschaftsstudiums eingeschlagen. Und einfach auch für mich selbst reflektiert erkannt, dass es leider nicht ganz nach oben gereicht hat, aus unterschiedlichen Gründen. Und umso dankbarer bin ich jetzt, bei Goalkeeping Development mitarbeiten zu dürfen. Mein damaliger Jugendtorwarttrainer Michael Rechner hat mich damals wieder mit ins Boot geholt. Und es ist richtig, wir begleiten aktuell Torwarttalente individuell, sowie aber auch in Torwartschulen. Und da ist es für mich schon auch wieder eine Riesenleidenschaft, diesmal in einer anderen Funktion, sondern in der Funktion des Torwarttrainers, Torwarttalente begleiten zu dürfen und einfach ihnen Dinge mitzugeben, die ich auch selber erfahren durfte, und Dinge ihnen mitzugeben, die mir vor allem auch von den Werten wie dem Zwischenmenschlichen unheimlich wichtig sind. Ja. Der italienische Starttorhüter Buffon ist weit über 40 Jahre alt, ist immer noch aktiv, verdient sein Geld damit. Wenn man mit 24 schon sowas erlebt, wie dass man ein Ende hinter seine Karriere machen muss, tut das weh? Ist es ein Bruch gewesen für dich? Ja, tatsächlich war es in einer gewissen Phase schon enttäuschend und auch schon nicht einfach. Du hast jahrelang in der Jugendzeit Dinge geopfert und nur darauf ausgerichtet gelebt und dann irgendwann auch erkennen zu müssen, dass es nicht mehr wahrscheinlich in die 1., 2. oder 3. Liga als Stammtorhüter reicht, das ist nicht einfach. Ich denke, da geht es heutzutage vielen Spielern ähnlich wie mir. Ich bin nicht sozusagen der Einzige, der diese Erkenntnis trifft, aber für mich war es einfach jetzt im Nachhinein
die richtige Entscheidung, damals diesen schon auch radikalen, kompromisslosen Cut zu machen und mich auf die Zeit nach der aktiven Phase vorzubereiten. Ja. Aber fangen geht noch, oder wie? Jederzeit. Oh, ganz sicher. Wie ist es, wenn man also die Profi-Fußball-Handschuhe an den Nagel hängt, dazu noch regelmäßig in den Hauskreis geht? Hat der christliche Glaube in der Zeit auch einen Stellenwert gehabt? Hat der Fußballgott dich als Fußballprofi über den ein oder anderen Schmerz hinweggetröstet? Ja, ich würde sagen, schon in der Jugendzeit habe ich was vom Glauben gewusst und habe auch meinen Glauben gelebt. Aber natürlich jetzt in der letzten Phase habe ich den Glauben für mich wieder komplett neu entdecken dürfen und auch die Beziehung zu Jesus wieder ganz anders gepflegt. Zum Ende meiner aktiven Zeit habe ich natürlich viel, viel Hoffnung und Zuversicht in der Beziehung zu Jesus, in der Beziehung zu meinem Glauben gefunden. Und vor allem dann jetzt auch in der Zeit, wo ich nicht mehr aktiv auf dem Platz war, nicht mehr tagtäglich auch die Zeit in der Kabine, die Zeit mit den Jungs hatte, habe ich unheimlich viel Hoffnung und Zuversicht im Wort Gottes geschöpft und auch eben ganz klar mein Leben wieder schon auch neu anvertraut. Ja. Wenn man dich beobachtet als Torwarttrainer und wenn du mit den kleinen Pimpfen unterwegs bist auf dem Rasen, gibst du denen da was von deiner Erfahrung mit? Vielleicht auch ab und zu mal so eine Art Stoppschild? Übertreibst du mit euren Erwartungen nicht? Ist ein weiter, steiler Weg in die Liga und bis ganz nach oben? Oder wie sieht da so ein Coaching aus von deiner Seite? Ja, unheimlich wichtig ist für mich, dass ich fühlen kann, was die Jungs eigentlich in dem Alter wollen. Der große Teil der Jungs, die wollen einfach nur den Spaß, die Begeisterung für diese Position ausleben und einfach auch wissbegierig die nächsten Schritte als Torhüter einfach auch erleben. Aber mir ist schon auch ganz klar, wenn die Jungs sich weiterentwickeln und ich sie weiter begleiten darf, ihnen dann auch, wenn sie in die Jugendzeit kommen, ihnen auch klar zu machen, dass es neben dem Fußball noch viele andere Dinge gibt, wie vor allem auch die Schule. Mir ist es unheimlich wichtig, dass die Schule nicht zu kurz kommt, weil ich davon profitieren konnte, als ich mein Abitur in der Jugendzeit in Hoffenheim machen durfte und ich es definitiv riskant finde, die komplette Karte auf Fußball zu setzen, weil es so viele unerwartete und so viele unvorhersehbare Dinge geben kann in diesem Sport, die definitiv dann auch in eine andere Richtung gehen können. Und da ist es mir schon wichtig, ganz klar auch das vorzuleben, dass das Torwartspiel eine sehr, sehr schöne Sache ist, aber dass es weitaus mehr gibt als diese Position im Leben. Mal so unter vier Augen, du hast als Profifußballer geheiratet und deine Frau hat das dann verkraften müssen, dass du die Handschuhe an den Nagel gehängt hast. War sie enttäuscht? Ja, meine Frau hat mich eigentlich in jeder sportlichen Phase total unterstützt und war für mich unheimlich wichtig, vor allem als Zuhörerin, weil ich schon auch sehr viele negative Erlebnisse erfahren durfte, wo ich einfach auch ein Gegenüber gebraucht habe, der mir einfach auch zuhört. Und da war sie für mich unheimlich unterstützend. Und ja, wir konnten auch über meine weiteren Schritte sprechen. Und sie hat mich da ganz klar bekräftigt und auch ermutigt, diesen Weg des Studiums, des Sportwissenschaftsstudiums einzuschlagen, weil die Phase nach der aktiven Zeit definitiv auf mich zukommen würde. Deine Frau ist Lehrerin von Beruf und sie ist auch Profisportlerin, Fußballerin. Tatsächlich ist sie auch Fußballerin. Sie hat sehr viele Einsätze in der zweiten Bundesliga der Frauen. Allerdings müssen wir da unterscheiden zwischen professionellen Männer- und Frauenfußball, weil es da weitaus weniger Einnahmequellen gibt. Und somit war es neben ihrem Lehramtsstudium damals bei Holstein Kiel in der Frauenabteilung lediglich ein Hobby, dem sie auch sehr diszipliniert und ehrgeizig nachgegangen ist. Aber in unserer Ehe hat es viele Vorteile, dass auch sie Fußball begeistert ist und wir in der Form unheimlich viele Gemeinsamkeiten auch teilen dürfen. Ja. Euch möchte ich als Ehepaar noch hier in der Sendung haben. Versprochen, ihr kommt zusammen? An mir soll es nicht scheitern. Schön. Leg ein gutes Wort ein bei deiner Frau. Zum Schluss, das haben wir nicht abgesprochen, wie nichts von den Fragen. die letzte Frage, kannst du uns sowas wie ein persönliches Credo, ein Glaubensbekenntnis von dir mit auf den Weg geben? Was bedeutet dir? In einem Satz formuliert der christliche Glaube, was bedeutet Jesus für dich? In einem Satz ist es schwierig, aber ich versuche es kompakt zu halten. Jesus ist für mich ganz klar mein Erlöser und Jesus ist für mich mein Erretter und auch ganz klar mein bester Freund in der Hinsicht, dass ich alles ihm mitteilen darf und jederzeit zu ihm kommen darf und für mich auch ganz klar die Identifikation in meinem heutigen Leben darstellt. Und das ist eigentlich das, was ich definitiv erkennen durfte
und auch ganz klar jetzt für die zukünftige Zeit ganz klar leben möchte. Ja. Das ist doch ein Bekenntnis, oder? Das wünschen wir uns für viele andere Profifußballer auch noch. Ich sage ganz herzlichen Dank, lieber Daniel, dass du bei uns warst in der Stunde des Höchsten. Der erste Fußballprofi hier. Ich fasse es immer noch nicht. Müssen wir eigentlich drauf anstoßen. Und ich wünsche dir für deine Zukunft alles Gute, Gott befohlen, und freue mich, wenn wir dann hier zu dritt irgendwann sitzen. Sehr gerne. Danke für die Möglichkeit, hier sein zu dürfen. Wenn Sie Fragen haben zu Daniel Strehle, schreiben Sie uns. Wir leiten Ihre Fragen gerne weiter. Kein Bierfass, kein Weinfass, sondern ganz besonderes Fass, nämlich das sprichwörtliche Fass ohne Boden. Ein Fass ohne Boden. Das hat mir gerade noch gefehlt. Da hat man ein Häuslein gebaut und dann kommen die Rechnungen und dann merkt man, es nimmt kein Ende. Der ganze Hausbau war wie ein Fass ohne Boden. Ich habe 4 Kinder. Kinder kosten Geld. Manchmal ein Fass ohne Boden, oder? Was Kinder kosten? Man braucht ja neue elektronische Geräte. Handys, Laptops, Fernseher. Das Ganze ist ein Fass ohne Boden. In einer Beziehung. Man investiert ständig. Wie ein Fass ohne Boden, scheint irgendwo rauszulaufen. Ein Fass ohne Boden, das steht dafür, dass eine Sache ständig Geld kostet. Und immer wenn man investiert, dann hat man den Eindruck, es versickert irgendwo. Man setzt sich ein, man wendet viel auf und auf Dauer scheint sich das gar nicht zu lohnen. Ich habe mich mit dieser Redewendung beschäftigt und man stößt dabei auf die griechische Mythologie. Da wird erzählt von den 50 Töchtern des Danaos, den sogenannten Danaiden. Sie wurden mit den 50 Söhnen des Ägypters, dem Zwillingsbruder von Danaos und seinem Widersacher, zwangsverheiratet. Auf Geheiß ihres Vaters ermordeten sie daher die Männer noch in der Hochzeitsnacht, wofür sie von den Göttern bestraft wurden. Sie wurden dazu verdammt, in der Unterwelt beständig Wasser in ein löchriges Fass zu schöpfen, nie endende, qualvolle Arbeit, die in der Bildungssprache auch häufig als Danaidenarbeit bezeichnet wird. Andere Quellen wiederum weisen auf ein altes deutsches Recht hin. Wollte ein Verkäufer verdorbene Getränke verkaufen, so wurde zur Strafe den betreffenden Fässern der Boden ausgeschlagen. So haben im 14. Jahrhundert städtische Angestellte der Stadt Nürnberg, wenn sie sauer gewordenes Bier entdeckt hatten, den Fässern den Boden ausgeschlagen, damit die Händler es nicht mehr verkaufen konnten. Wertlos. Das Fass
ohne Boden. Wie ist das eigentlich, habe ich mir gedacht, wenn man die Geschichte Gottes mit uns Menschen anschaut, dann könnte man doch gut und gerne genau diesen Vergleich ziehen. Das Mühen Gottes, das endlose Mühen um die Menschen, ist wie ein Fass ohne Boden. Gott investiert ständig in großer Geduld, mit aller Liebe, weil er weiß, den Menschen geht es nur gut in seiner Nähe und weil er es verspricht, wenn ihr bei mir bleibt, wenn er mich sucht, dann werdet ihr leben. Aber die Menschen haben den Eindruck, es ist besser, die eigenen Wege einzuschlagen. Oft machen sie sich aus dem Staub, emanzipieren sich, das heißt Emanus, wollen unabhängig leben, entfernen sich selbst aus der Hand Gottes. In Krisenzeiten dann, da suchen sie wieder die Nähe Gottes, winselnd. Und interessant, gerade zur Zeit Jesu scheint das Fass dann überzulaufen. Wir lesen, er kommt in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Der Sohn Gottes, Gott selbst, war Luft für die meisten. Und Paulus schreibt dann davon, wie das ausgeht. In Römer 1 lesen wir. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat Gott sie dahingegeben, in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Voll von Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuhälterei, Verleumder, Gottesverächter, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen. Ein Fass ohne Boden. Gott hat sich so viel Mühe gegeben. Der Mensch reagiert gar nicht. Gott hat es nie böse gemeint. Gesetze, es ist kein Zwang, es ist Lebenshilfe. Und dann, trotz dieses Fasses ohne Boden, lesen wir im Neuen Testament davon, dass Gott plötzlich ein neues Fass aufmacht, ein neues Fass ins Rollen bringt. In Römer 5 schreibt Paulus, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns stirbt. Und zwar noch in dem Moment, als wir Sünder waren, nicht als wir perfekt waren. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Da lesen wir es wieder, dass etwas ausgegossen wird in die Herzen wie ein Fass. Gott sei Dank diesmal nicht mehr ein Fass ohne Boden, denn die Liebe Gottes, die ist nicht vergeblich. Die sickert nicht in irgendwelchen Kanälen wieder aus uns heraus, sodass es sinnlos wäre. Ich glaube fest, dass die Liebe Gottes, die Gott gleichsam wie in ein Fass in uns hineingießt, in uns etwas Neues hervorbringt. Die Liebe, mit der er liebt, bringt kleine Pflänzchen zum Wachsen, bringt in uns Frucht. Manche sind danach kaum mehr wiederzuerkennen. Menschen, die bis dahin gehasst haben, können plötzlich sanftmütig sein. Menschen, die bis dahin nur in sich verkrümmt waren, niemand anderes mehr wahrgenommen haben, leben plötzlich auf. Werden offenherzig, weitherzig. Menschen, die keine Gefühle mehr hatten, lieblos, erkaltet, die blühen plötzlich auf durch die Liebe, die Gott in unsere Herzen gegossen hat. Mir gefällt dieses Fass, das Gott aufgemacht hat. Denn es ist nicht zu übersehen. Die alte Geschichte Gottes mit den Menschen war ein Fass ohne Boden. Sie hat nichts verändert. Viele Propheten haben sich bemüht, aber es hat nichts genützt. Viele Naturkatastrophen, viele gesellschaftliche Katastrophen, Zusammenbrüche, es hat alles nichts genützt. Das Einzige, was Menschenleben verändert hat, war die Liebe Gottes, die er ausgegossen hat in uns.
Ich möchte Sie einladen. Werden Sie zu so einem Fass mit Boden. Lassen Sie sich von diesem neuen Fass, das Gott aufgemacht hat, das neue Fass, das Gott ins Rollen gebracht hat, überwältigen. Ja, es stimmt. Jesaja hat recht, du hast mir viel Arbeit gemacht mit all dem, was dir nicht gelungen ist, mit deinen Sünden. Und du hast mir wirklich viel Mühe bereitet mit deinen Missetaten. Aber, ein neues Fass. Ich tilge deine Übertretungen, wir reden nicht mehr drüber, um meinetwillen. Und wir gedenken daran nicht mehr. Es ist alles neu. Und es ist nicht mehr umsonst. Gottes Arbeit an uns ist keine Danaiden Arbeit. Es lohnt sich. Ich lade Sie ein. Lassen Sie sich ausfüllen und einmal mehr befüllen von der Liebe Gottes, die ausgegossen ist in Jesus Christus, seinem Sohn. Amen. Wieder steht Veränderung für mich an, wieder fängt alles von vorne an. Doch ich schau dem Neuen mutig ins Gesicht. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen kann, der Zweifel nagt sich gütlich satt daran. Doch das eine gibt mir Grund zur Zuversicht. Alles lege ich hinein in deine Hände, all das Unbekannte und das mir noch Fremde, all die offenen Fragen samt den fernen Tagen, alles wenden wird sich nur in deinen Händen, zum Besten wenden. Sich's nur in deinen Händen. Täglich erreichen uns Gebetsanliegen über unsere Homepage. Wir freuen uns, dass Sie Vertrauen haben. Das zeichnet uns als Fernsehgemeinde aus, dass wir füreinander und miteinander beten können und uns so ein Stück weit begleiten können. Lass uns nun gemeinsam beten. Vater im Himmel, heiliger Gott, so oft befinden wir uns in ausweglosen Situationen. So oft haben wir den Eindruck, dass alles Mühen umsonst ist, wie ein Fass ohne Boden. Im Beruflichen, im Persönlichen, im Finanziellen, du kennst unsere Nöte, du kennst unsere Sorgen, du kennst die Situationen, in denen wir uns befinden. Wir beten heute für alle, die sich so fühlen, die am Ende ihrer Kräfte sind, die den Eindruck haben, es bewegt sich nichts mehr, es ist alles umsonst. Schenk du neue Kraft, schenk neuen Trost, neue Hoffnung. Komm zu uns, tu ein Wunder. Gott, wir glauben daran. Und wir glauben an deine Liebe, die ausgegossen worden ist in unsere Herzen, dass sie etwas an uns verändert und du an unserer Situation. Wir loben und preisen dich für alles, was geschieht. Wir nehmen es dankbar aus deiner Hand. Gemeinsam wollen wir so beten, wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns aus dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht als die von Gott Gesegneten in die kommende Zeit. Der Herr segne euch und behüte euch.
Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind am Ende des Gottesdienstes. Schön, dass Sie bei uns waren, mit uns gefeiert haben. Ich habe noch folgende Informationen für Sie. Das Lied, das wir gerade gesungen haben, ist auf einer CD-Card erschienen, von denen wir Ihnen gerne eine schenken. Melden Sie sich bei uns, wenn Sie daran Interesse haben. Mehr Ermutigungsgeschichten, so wie wir vorhin gehört haben, finden Sie in dem Buch Hoffnungsgeschichten, 22 Mutmachgeschichten aus den Gottesdiensten. Es ist gerade auch der zweite Band erschienen. Sie erhalten ihn überall im Handel oder bei uns auf der Homepage in unserem Online-Shop. Herzlichen Dank, dass Sie an uns denken. Nur durch Ihre Unterstützung ist es möglich, dass wir diese Fernsehgottesdienstarbeit tun. Ganz herzlichen Dank dafür. Schauen Sie rein auf unserer Homepage. Dort können Sie Kommentare oder Ermutigendes auf und in unserem Gästebuch hinterlassen. Sie können aber auch den Newsletter bestellen und erfahren Neues regelmäßig aus unserer Arbeit. Nun wünschen wir Ihnen einen guten Tag, eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier in der Stunde des Höchsten. In diesem Sinne, Gott befohlen, machen Sie es gut. Musik